Hallo, in diesem Video zeigen wir euch den Tempel der Literatur in Hanoi. Es ist eine beliebte Touristenattraktion und zeigt traditionelle vietnamesische Architektur. Der Tempel ist der Konfuzius-Tempel und wurde vor fast 1000 Jahren gegründet. Obwohl es auf dem Gelände eine religiöse Stätte gibt, wird diese hauptsächlich als Bildungsstätte und nicht als Glaubensort genutzt. Es ist Vietnams erste nationale Universität und ehrt heute die besten Studenten Vietnams. Es ist in 5 Innenhöfe unterteilt und bietet den See der Literatur und verschiedene Gänge, die einst von Adeligen genutzt wurden. Im Tempel kann man in die Vergangenheit zurücktreten und sich von den belebten Straßen von Hanoi erholen. Da der Verkehr in Hanoi verrückt ist, erreicht man den Tempel am besten mit dem Auto. Man kann ein Taxi nehmen oder den Transportdienst Grab oder GoViet, um dorthin zu gelangen. Am besten benutzt man einen Autoservice anstatt ein Motorrad, da die meisten Reiseversicherungen keine Motorradunfälle abdecken. Und jetzt sagen wir euch noch ein bisschen mehr von dem Tempel.